Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 31. Oktober. Es ist 8.55 Uhr. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Mein Name ist Carlos Martins und uns einen erfolgreichen Trading-Tag bzw. einen Ausbruch heute wieder mit dem DAX. Wir bereiten uns dort vor. Wir haben eine Trading Range aktuell von 32,1 Punkte und wir reduzieren die Box und gehen in diese Zone hier rein. Das wäre dann eine Box von knapp 20 Punkten. Wir ziehen dann gleich auch unsere Linien rein. Bereite mal das Tool vor. So, wir gehen mal hier auf die Bereiche. Ein Tickchen tiefer. Ein Tickchen darüber. So. Das wäre die Box. Ein Risiko von 0,10. Und links ist alles auf Aus und jetzt ist alles auf An. Wir sind scharf geschalten. Trading Range 20,59 Punkte. Linienabstand Short bei 10.655. Long bei 10.676. Ich melde mich dann gleich. Es ist 8:57 Uhr. Bis gleich. So, wir sind short. Also wir haben verkauft. Unsere Order wurde ausgeführt. Ihr seht es, ich habe auf dem Minutenchart jetzt eingestellt. Wir haben das Tief bei 49. Aktuell sind wir bei 55. Mark kommt ein bisschen nach oben. Die Uhrzeit 9:01 Uhr aktuell. Meld mich dann gleich nochmal. So, das Gewinnziel liegt bei 10.635. Das Tief wurde getreten bei 39. Es ist 9:05 Uhr und vielleicht kommen wir hier gleich auch schon raus. Wir sind unter dem Daily Pivot. Tagespivot liegt bei 48. Meld mich dann gleich nochmal. Ein kurzes Update. Es ist jetzt 9:10 Uhr. Die zweite 5-Minuten-Kerze, eine blaue, die das Tief signalisiert hat, dann die weiße, die jetzt Umkehrsignal liefert und wir sind immer noch im Trade Nummer 1. Aber es sieht zumindest da jetzt nach aus, dass die Käufer hier reinkommen und wir sind jetzt im Trade Nummer 2 ausgeführt. Unser Gewinnziel liegt bei 10.697. Trade Nummer 2, also jetzt aktiv. So, es ist jetzt 9:22 Uhr und der DAX kann sich nicht entscheiden. Wir haben heute Morgen eine Wackelbörse. Wir sind in Trade Nummer 2, aber Trade Nummer 3 ist in Anmarsch. Wir sind jetzt wieder bei 10.657. Das Hoch in der Long-Bewegung war bei 85. Das Tief in der Short-Bewegung war bei 39. Und aktuell sind wir bei 58. Ich melde mich dann gleich nochmal. Es ist 9:36 Uhr und wir sind im Trade Nummer 3 und die Bären haben jetzt wieder die Oberhand. Das heißt mehr Verkäufer und ich glaube tendenziell jetzt nochmal ein Test unterm Daily Pivot, dass wir jetzt auch unser Gewinnziel erreichen sollten. Das liegt bei 10.635. Wir haben mittlerweile umgeschaltet auf den 5-Minuten-Chart. Gucken wir mal. 9:40 Uhr, also der Short Trade Nummer 3 ist noch nicht im Gewinnziel, sondern die Käufer sind wieder reingekommen. Wir sehen jetzt auf dem 5-Minuten-Chart. Wir sind wieder bei 10.666. Meld mich dann gleich nochmal. Kurzes Update, es ist mittlerweile 10:23 Uhr. Sehr ruhiger Handel, ob das jetzt was mit dem Feiertag morgen zu tun hat, aber die Börse hat morgen ja offen und sich viele Leute jetzt einen Brückentag nehmen. Es ist aber ein sehr ruhiger Montag. Um 11 Uhr in circa einer halben Stunde kommen Zahlen raus, aber vielleicht sind wir schon vor den Zahlen draußen. Wir brauchen jetzt den Kurs unter dem Niveau von 48. Wir hatten das hier schon mal gehabt. Dann sind sofort Käufer wieder reingekommen, aber jetzt sehen wir live, kommt ein wenig Druck auf.
So, es ist 10:25 Uhr. Wir sind jetzt signifikant unter dem Daily Pivot, haben wir geschlossen. Jetzt fehlen uns noch, oder das haben wir uns eben 1,6 Punkte gefehlt. Da wird er uns ja wohl rauslassen. Ja, nochmal live, 10:29 Uhr. Noch ein paar Punkte fehlen uns hier. Guck mal. 38,70. Um die 35 sind wir raus. So, jetzt sind wir live. Und es ist die 35. Ein Punkt fehlt noch. 35,93. Und jetzt sind wir raus. Sehr gut. Dritter Trade, El Clasico. Ja, ich zeichne kurz mal den Trade dann hier noch mal ein. So, ein klassischer Swiss Box Trading Tag, nämlich dass die Box, obwohl sie seitwärts läuft, wir brauchen ja einen Mini-Ausbruch bei so einer geringen Trading Range. Trade Nummer 1 war hier mit dem Fadenkreuz, Trade Nummer 2 da, Trade Nummer 3 da und dann alle Positionen wurden dann hier geschlossen und aktuell zumindest zum Tiefpunkt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Handelstag, guten Start in die neue Handelswoche und wir hören uns dann morgen wieder.